Leute, zieht's euch rein. Tesla Model X Plate. Wir fahren heute mit ihm und das Interessanteste für die meisten von euch ist wahrscheinlich, wie ich auf die Beschleunigung reagiere oder wie allgemein irgendjemand auf diese absolut kranke Beschleunigung reagiert. Und das testen wir natürlich auch. Wir fahren auch ein bisschen Landstraße, wir fahren ein bisschen Autobahn. Da sieht man auch mal den Unterschied, wenn man da mal Gas gibt. Das ist absolut verrückt. Und das alles seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Das Tesla Model X ist, das kann ich vorwegnehmen, eins der krassesten Autos, da hupt er schon, mit denen ich jemals mitgefahren bin. Ich bin ein Porsche Taycan Turbo S schon selber gefahren und das Ding haut einen schon direkt in die Fresse und zwar quer. Und du kriegst da schon keine Luft mehr, solange du auf dem Gas bist. Und das ist das nochmal auf eine Schippe höher gelegt, denn dieses Auto wiegt 2,5 Tonnen. Und ein dickes Dankeschön an Timo vom T&E Magazin, kann man gleich mal zeigen, das ist das hier, genau. Ich hoffe man sieht es einigermaßen, weil es ist schon ein bisschen dunkel und er hat mir die Möglichkeit gegeben, das Auto heute zu fahren und zu begutachten, soweit es halt zeitlich ging und vielen lieben Dank dafür nochmal, also muss man wirklich sagen, das macht, also wer macht denn sowas, also vielen lieben Dank. Ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, der liebe Alex, der schneidet ja auch gelegentlich Videos für uns. Stimmt, ja. Wir haben ja bei YouTube den T&E-Magazin-Kanal und da hast du ja schon diverse Meisterwerke halt abgeliefert. Mhm. Ansonsten, ihr habt heute das Model X kennengelernt, was für mich ja in erster Linie ein Zeitschriftentransporter ist. Muss man ganz bis heute sagen. Schon, der Timo ist heute zu mir gefahren und hat mich gefragt, hey, ihr habt einen Haufen von diesen Zeitschriften, über die halt hierher müssen, ob wir die bei mir lagern können. Das ganze Auto hinten war voller Zeitschriften. Die habe ich alle bei mir in den Keller reingeschmissen. Aber dafür ist er auch gut. Ja, der passt was rein. Vertrieb ist zu wesentlichen Teilen im Moment bei dir im Keller. Ja. Das ist einfach so. Ansonsten, also wer das Magazin halt nicht an einem der bei uns auf der Homepage temagazin.de aufgelisteten Auslagepunkte abholen mag, der kann das halt auch auf dem Postwege ganz genau quasi gegen Porto und Versandkosten sich bestellen. Machen. Und ihr könnt übrigens, wenn man schon so nett ist und mir das Model X hier hinstellt, noch auf den T&E Magazin YouTube-Kanal vorbeigucken. Da sind hochkarätige Talks dabei, die wirklich interessant sind und die verdienen doch, wie ich finde, ein bisschen mehr Beachtung. Also schaut da gerne auch vorbei. Links sind in der Videobeschreibung. Was noch, gar kein Problem, also bitte, das ist ja selbstverständlich, wenn man mich mit so einem Auto da hier rumfahren lässt. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist natürlich mein Kanalsponsor DAZONY und die haben natürlich mit der DAZONY IQ eine hammermäßige Wallbox gebaut. Es ist eine Premium-Wallbox, die absolut alles kann. MED-Stromzähler schon verbaut, PV-Überschussladen und Dienstwagenabrechnung. Schaut auch gerne da vorbei. Der Link dazu ist wie gesagt auch in der Videobeschreibung. Bevor wir aber zu der Action kommen, schauen wir uns ganz kurz die Optik und die Daten an. Zum Äußeren gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Einer der einzigen Hinweise, dass es sich hierbei um ein Plaid-Modell handelt, ist eigentlich nur das Badge hinten auf der Kofferraumkante und der festgestellte Spoiler, den man eben nicht einfahren kann. Ansonsten gab es ein kleines, wenn auch dezentes Makeover für Scheinwerfer und Rücklichter. Das Tesla Model X Plaid ist 5,05 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Der Radstand beläuft sich auf 2,96 Meter. Leer wiegt das Model X genau 2539 Kilogramm. Eine 100 Kilowattstunden große Batterie sorgt für eine Reichweite von WLTP 543 Kilometern. Drei Elektromotoren bescheren dem SUV die bekannten brachialen 1020 PS, die wir gleich auch noch über die Autobahn und über die Landstraße jagen werden. Von 0 auf 100 km/h geht es nämlich in für SUVs verrückten 2,5 Sekunden. Und das hat es in sich, der Durchschnittsverbrauch in WLTP liegt bei gerade einmal 20,6 Kilowattstunden. Wahnsinn für ein Elektroauto dieser Größe. Mit einer gebremsten Anhängelast von 2268 Kilogramm lässt sich auch ordentlich was ziehen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt übrigens bei 270 km/h, lässt sich aber gegen Aufpreis von 20.000 Euro auf 320 km/h erhöhen. In dem Preis enthalten ist dann aber auch die große Performancebremse. Ziemlich happig, wie ich finde. Das Kofferraumvolumen beträgt einfach 425 Liter.
Klappt man die hinteren Sitzreihen um, sind es insgesamt 2497 Liter. Was mir beim Exterieur aber aufgefallen ist, sind diverse Unebenheiten, wie zum Beispiel hier das Spaltmaß. Wenn man noch mal kurz drauf guckt, das fängt hier ganz klein an und wird immer breiter. Das auf der anderen Seite ist es nicht ganz so schlimm, da ist hier noch ein bisschen Spalt übrig, aber es ist halt trotzdem ein Spaltmaß. Und vorne ein Teil, da sieht man das recht gut, da kann ich meinen kleinen Finger schon fast drin verstecken. Aber ich denke, sowas lässt sich im Nachhinein bestimmt irgendwie nachziehen oder so. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal stark davon aus. Und das sind so eigentlich die einzigen Mankos, die ich gesehen habe. Ja, hier ist das Spaltmaß wieder in Ordnung. Ja, doch. Hier sieht schon besser aus, tatsächlich. Und hier sieht man es auf der anderen Seite nochmal. Da ist das Spaltmaß nicht so schlimm wie auf der anderen Seite. Und hier guckt, das ist halt... Da kann man dagegen schlagen, das ist halt... Ja, das ist schon dickes Spaltmaß hier zum Beispiel. Also da sieht man das schon. Spaltmaße hat Tesla noch nicht so ganz raus anscheinend. Und das bei einem Auto für 140.000 Euro. Die Frage stellt sich allerdings, wo kriegt ihr noch ein Auto für 140.000 Euro her, das 1000 PS hat? Was natürlich auch noch ein wichtiges Thema ist oder ein interessantes Thema, ist der Frunk. Da ist jetzt ein bisschen was drin. Hier seht ihr das T&E-Magazin vom Timo. Hier nochmal so ein Adapter. Also da passt schon ordentlich was rein. Da kann ich mich wahrscheinlich sogar reinlegen. Naja, so halb. Was mir aber da auch noch qualitätsmäßig aufgefallen ist, schaut euch das mal an. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Wenn ich hier ein bisschen dran wackel, seht ihr das? Das ist so eine Sache, ich glaube, das kann man aber festziehen. Das müsste jetzt nicht so schlimm sein, aber die wackelt doch sehr darum. Ne? Es fühlt sich ein bisschen billig an auch, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, das ist so eine Festziehgeschichte. Im Innenraum hat sich da schon ein wenig mehr getan. Der Hauptbildschirm ist nämlich nicht mehr hochkant verbaut, sondern horizontal. Das finde ich schon besser, denn man kann die Karte oder auch Medien viel besser sehen und hat dadurch ein immersiveres Gefühl. Hinten ist auch noch ein zusätzlicher Bildschirm hinzugekommen, auf dem die Beifahrer zum Beispiel die Klimaregelung steuern können. Die Sitze gefallen mir, vor allem in dieser Farbe in Kombination mit dem Alcantara-Himmel, sehr gut. Man hat halt offensichtlich Platz im Model X, es ist geräumig und die erweiterte Windschutzscheibe verleiht uns einen besseren Überblick. Eine ganz gravierende Neuerung ist aber das Yoke-Lenkrad. Ja, innen finde ich den Tesla Model X Plate ziemlich geil. Vor allem so, wie sich denn der Timo bestellt hat, nämlich mit den weißen Sitzen und sowas und den Carbon-Elementen hier und vorne hier schwarze Leder oder Kunstleder. Finde ich super, eine super Kombination. Und was mir dann direkt aufgefallen ist, wo ich selber gefahren bin, nämlich im Lichteinfall, schau mal dahin. Man sieht das jetzt vielleicht in der Kamera nicht, aber diese Leiste ist doch recht verdächtig breit oder hoch. Und von hier sieht es aus, als ob dahinter eine Art Bildschirm oder ein LED-Panel ist und es sieht tatsächlich so aus, als ob es so ist. Ich weiß nicht, ob das wie viele das schon entdeckt haben, aber ich habe es von außen entdeckt, mir hat das keiner gesagt und ich habe sofort gesehen, das stimmt irgendwas nicht, da muss irgendwas dahinter sein und anscheinend, eventuell ist das ein Easter Egg oder so, wenn wir mal gucken, was da noch kommt. Aber vom Platz im Innenraum muss man sagen, natürlich ist alles sehr aufgeräumt. Viel davon trägt das Yoke bei, weil man hat ja hier diese Schalthebel nicht mehr für den Wischer, also für Scheibenwischer oder für den Blinker. Das hat man alles jetzt, seht ihr das, hier vorne drauf. So, und beim Lenken natürlich, das habe ich schon gesagt, oder werde ich bestimmt öfter sagen im Video, dass das Einzige, was mir an dem Yoke-Lenkrad nicht gefällt, ist nicht die Form. Die finde ich tatsächlich ziemlich cool, vor allem wenn man sportlich fährt, hat man das Gefühl, man kann detaillierter den Lenkeinschlag wählen, ne? Dass es ein bisschen präziser ist, so kommt es mir zumindest vor, das finde ich gut. Was ich nicht gut finde, wie gesagt, ist die Blinkeranordnung. Ich finde, das hätten sie vielleicht ein bisschen anders machen können von Haus aus, denn wenn du neu in dieses Auto einsteigst und fährst, braucht man doch eine Weile, bis man rausbekommt, wie das mit den Blinkern hier funktioniert. Was auch sehr toll ist, ist der Stauraum in der Mittelkonsole, denn wir machen das jetzt mal auf, komplett. Man kann das sogar nur halb zu machen. Schaut's mal und dann nochmal und dann geht's ganz zu. Wenn man es halb öffnet, hat man hier Getränkehalter, zwei Stück, und die kann man auch nochmal zurückschieben. Ne? Und wenn wir das jetzt aber ganz aufschieben, dann haben wir hier einmal die zwei Getränkehalter, wie gesagt, ein kleines Ablagefach für die Dinge, die man vielleicht schnell braucht, wie ja, hier die Vape. Oder aber, wie der Timo so schön sagt, hier ist sein Mülleimer drin. Da geht es nochmal auf und das geht echt tief hier rein. Also man kann da echt locker hier eine Literflasche Wasser oder was auch immer verstauen. Also wirklich beeindruckend. Sehr gut. Finde ich cool, dass es diese Staumöglichkeit gibt. Und natürlich hier
2 Einbuchtungen für das Wireless-Charging für Handys. Jetzt ist die Frage, Timo, kann das rechte auch Wireless-Chargen? Ja. Also können beide Wireless chargen. Ja, schaut's an, super praktisch. Hier haben wir nochmal den Knopf für den Warnblinker. Und ihr seht, ich habe das Fold von Samsung, das ist ja relativ lang und es passt hier perfekt rein. Man kann es easy rausnehmen, wieder reintun. Dasselbe befällt sich natürlich hier mit dem iPhone. Und wirklich, also platztechnisch auch für den Fahrer jetzt. Was kann man das hier aufmachen eigentlich? Ach, schaut's mal, hier geht's ja noch weiter. Mein Gott, das habe ich total vergessen. Hier hat man auch nochmal eine Ablagemöglichkeit. Da sind Schrauben drin. Wahrscheinlich sind das die Schrauben, die die Spaltmaße nachziehen, aber weiß man nicht. Und schaut mal, das gab es ja vorher nicht. Jetzt kann man hier quasi in der Tür nochmal Getränke verstauen. Und das hat man wie üblich, wie man es halt normalerweise kennt, hier sein Wasser oder was auch immer da drin liegen. Ne? Auf der anderen Seite verhält sich das genauso. Und was ich im Vergleich jetzt mal, wenn man das mal kurz vergleichen darf, vom Cockpit her, finde ich es immer toll, und damit meine ich Model 3, Model Y, wenn man hier noch einen Bildschirm hat. Ich habe mich natürlich auch an Model Y, Model 3 gewöhnt, dass man halt quasi hier dann seine Geschwindigkeit angezeigt hat. Wie gesagt, alles eine Gewöhnungssache, wahrscheinlich auch das mit den Blinkern. Aber ich finde es trotzdem toll, dass man hier nochmal ein extriges Infotainment oder Infodisplay hat für den Fahrer. Man verliert die Geschwindigkeit halt auch nicht so aus den Augen. Da war es, das Handschuhfach. Das haben wir erst nicht gefunden, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden. Und da kann man natürlich auch nochmal Handschuhfach, na, was soll man dazu sagen, ist ein Handschuhfach. Ein wichtiger Punkt ist bei einem Auto, das natürlich so eine Reichweite hat und mit dem man dann auch natürlich längere Fahrten bestreitet ist, wie ich zum Beispiel finde, die Musikanlage. Ich mag es natürlich, wenn in einem Auto allgemein eine gute Musikanlage drin ist, weil ich höre gerne laut und lange Musik und singe auch gerne mit und sowas. Und da muss man sagen, beim Tesla Model X, da haben sie nicht untertrieben. Da sind 22 Boxen verbaut und ich denke mal, wir testen das doch direkt einfach mal. Also ich finde, die Anlage ist sehr gut, wirklich sehr gut. Nicht zu vergleichen mit den vorigen Modellen und auch natürlich nicht mit dem Model S, weil im Model S, glaube ich, sind nicht so viele Lautsprecher, soweit ich weiß. Aber nicht sicher, da könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber im Model X, also die Anlage ist wirklich super. Übrigens, das Lied, das ihr gerade gehört habt, das verlinke ich euch in der Beschreibungsbox. Das ist ein neues Lied von mir, was ich aus Spaß gemacht habe, weil eigentlich wollte ich so ein ganzes Musikvideo mit Model X drehen, aber das ist halt mit der Zeit jetzt ein bisschen schwierig. Also wir werden jetzt mal den Cheater-Mode ausprobieren. 0 auf 100 bzw. Abstand. Ich bin jetzt richtig gespannt. Ich muss auch die Kamera sehr festhalten und ich hoffe auch, dass die hintere Kamera hält. Also probieren wir es aus. Und? Mhm. Boah, ich hab grad gedacht, ich gefalle in Ohnmacht oder so. Oh, du Scheiße! Okay. Ja. Das ist, Du verstehst jetzt, was ich meine. Ne? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich könnte es noch einmal, wenn du noch. Aber garantiert machen wir das noch einmal. Okay. Nochmal Cheater Mode. Ist er gern? Jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Oh, ich muss das Video sehr oft piepsen wahrscheinlich. Boah, man muss ja richtig Pressluftatmung machen, damit man Luft bekommt. Ist auch für den Fahrer nicht gerade angenehm. Ich wollte es gerade sagen, aber das ist ja in der Beifahrerposition halt eigentlich unerträglich. Boah, man hat richtiges Kribbeln im Kopf. Also irre, absolut irre. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn und das erste nach ein paar Metern, was mir halt direkt natürlich offensichtlich aufgefallen ist, ist das Lenkrad, denn es ist wirklich komisch.
Ich kann es nicht anders sagen. Es ist richtig komisch irgendwie. Timo, du hast gesagt, mit einer Hand soll man lenken, hauptsächlich, ne? Ja, dann fällt es einem mal einfach leichter, ne? Quergreifen. Ja, genau, ja. Dann kommst du schneller mit klar. Ich bin mal gespannt. Ich werde am Ende des Videos nochmal resümieren, wie ich das Lenkrad dann im Endeffekt fand. Und dann sehen wir mal, ob ich das vielleicht bis dahin schon gemeistert habe. Ich kann alles. So schnell fahre ich jetzt nicht, weil der Timo hat schon eine lange Strecke hinter sich. Aber das fällt mir auf. Oh, die Bremse. Ah, ich weiß nicht. Ja, das, ja, da lasse ich mal noch wirken, weil da habe ich schon einige Stories gehört vom Model S Plate, vom normalen, dass die Bremse halt nicht der Leistung entspricht. Und das kann man aber beim Model S ja per Upgrade für, was war es, Timo, 20.000 Euro, gell? Ja. Und natürlich, dann hat man die Vormax von 320 km/h, kann man das dann aufmachen lassen. Plus die Bremse natürlich. Und ob das dann natürlich, ich weiß nicht, macht das Sinn? Ist eine gute Frage. Also wenn jemand Bock hat, da die Vormax zu haben, dann macht es natürlich Sinn. Plus die Bremse, aber es kostet halt 20.000 Euro. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die wollen alle wahrscheinlich, dass ich Gas gebe jetzt, verstehst du? Die wollen das alles mal sehen, weiß ich mein. Ich hoffe, man sieht es hinten in der Kamera, den Tacho ganz gut. Das ist der Vorteil jetzt des Yokes. Wenn man Gas gibt, wie der hochschießt, ist absolut irre. Das ist Halbgas. Das ist ja noch nicht mal Halbgas. Schaut euch das an. Das ist absolut irre. Das Ding wiegt 2,5 Tonnen. Also man muss schon, also ich bin absolut, von der Beschleunigung bin ich absolut begeistert. Jetzt schauen wir, wir haben kurz frei, ich gebe jetzt mal Vollstoff. Schaut auf den Tacho. Das ist ja absolut verrückt. Schaut euch das an. Und Windgeräusche, 250 Windgeräusche, finde ich auch noch in Ordnung. Was man zeigen kann, ist hier das hier, die Geräuschkulisse im Innenraum. Hört es euch ganz genau an. Ich hoffe, man hört es überhaupt gescheit, denn merkt euch diese Geräuschkulisse. So, wir fahren jetzt 100 und ich mache jetzt mal das Fenster kurz auf, ein bisschen. Na? So, und jetzt machen wir das Fenster wieder zu. Weg. Also ich muss sagen, die Geräuschkulisse im Model X ist, also im Model X Plate wohlgemerkt, ne, ist echt gut. Das ist halt das Noise-Canceling auch. Echt gut. Ja, stimmt, der hat ja Noise-Canceling. Schau mal, das habe ich total vergessen. Der hat ja Noise-Canceling auch noch. Also das ist... Ah, stimmt. Weißt du, warum mir das wieder eingefallen ist, dass er das hat? Wo du es jetzt gesagt hast natürlich auch. Weil ich habe das mal gelesen, dass man angeblich unter gewissen Umständen dieses Noise-Canceling, diese Wellenform quasi, teilweise also wahrnehmen kann. Dass man das teilweise hört sogar, wie er halt die Noise-Cancelt. Achtung. Verrückt. Absolut verrückt. Absolut verrückt. Ach, das Gelenke mit dem Yoke. Schau dich das an. Immer eine Hand. Immer eine Hand, ja. Ja, ich weiß nicht, also wenn ich so ein bisschen schneller fahre, dann habe ich schon gerne beide Hände die Kontrolle über das Lenkrad. Musst du mit beiden arbeiten. Ja, eben, aber jetzt auf Landstraße kann man wahrscheinlich schon ruhig mal hier so und locker entspanntes so machen. In Kurven halt nur mit einer Hand arbeiten. Das empfehle absolut. Ich. Beziehungsweise im Kreisverkehr halt sowieso. Danke, dass du mich gewarnt hast. Ich weiß, dass du jetzt die Ampel ist fast, die ist runter umgesprungen. Ich musste kurz durch. Boah, das Auto. Das ist, also dieses Auto, ey, leck mich am Arsch. Also das ist absolut beeindruckend. Man kann auch 30er-Zonen mit dem Fahrzeug fahren. Man kann auch, du hast vollkommen recht, man kann auch 30er-Zonen mit dem Auto fahren. Und so relativ entspannt, weil bei dem Auto finde ich es tatsächlich so, oder bei anderen Elektroautos, sagen, fangen wir mal so an, ist es so, dass man relativ schnell vergisst, wie schnell man fährt. Aber zum einen, da man hier, wie im Gegensatz zum Model 3 oder zum Model Y, hier nochmal ein Dashboard hat, ein eigenes, hat man es in der Goschen drin, die Geschwindigkeit. Und es ist gar nicht so schlimm hier. Der erkennt hier ein LKW auf dem Ding, obwohl es ein Anhänger ist. Und ja, frei. Ah, da hinten kommt die Landstraße, perfekt. Und hier ist es aber so, du hast halt alles relativ übersichtlich und man fährt nicht aus Versehen zu schnell. Also ich zumindest nicht. Ja, so, jetzt sind wir Landstraße. Hier ist auch ein bisschen bewäldert. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Straße auch recht eng ist hier. Aber das ist eigentlich eine super Teststrecke, um mal Landstraßenfahrten zu üben, sagen wir mal so. Und das ist mit dem Model X natürlich, der 2,5 Tonnen wiegt, eine interessante Geschichte eigentlich.
Also das ist halt schon, also ich kann mir vorstellen, ich werde das Auto jetzt nicht an seine Grenzen bringen. Dafür ist auch hier zu wenig Serpentine. Und ich sitze und neben. Timo sitzt daneben, genau. Wir wollen ja hier nicht absichtlich hier die Leute in die Übelkeit treiben. Aha, schau, da ist die Linienbegrenzung schon. Das Auto ist halt groß, darf man nicht vergessen. So. Und deswegen nur so ein kurzer Eindruck, weil das ist für die Straßenbeschaffenheit oder wie sie es allgemein fährt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Straße recht hügelig ist und bisher merke ich diese Hügel oder diese Boller, über die man hier ständig fährt, weil die Straße ist ja meist kaputt oder sowas hier in Bayern auf den Landstraßen, merkt man hier gar nicht so. Also bisher ist es ein recht weiches Fahren, also recht entspannt. Ich finde das mit dem Jog eigentlich echt geil. Ist eigentlich echt geil. Weil du hast irgendwie präziser, habe ich das Gefühl. Weil es auch hier breiter ist. Ich möchte es nicht woanders, wirklich. Findest du echt? So ich gut? Ich möchte nichts anderes mehr. Wirklich. Das Jog ist so gut, dass du ja. Nicht mehr ein normales Lenkrad haben willst. Pff, das ist mal ein Wort, also. Ich will auch nie wieder irgendwas anderes fahren als dieses Auto. Als dieses Auto? Ja. Ist, glaube ich. Das glaube ich. Ich bin einfach super glücklich mit dem das Auto. Ich möchte kein Model S Plaid. Ja. Möchte ich nicht. Ja. Nee, also Model X, ich war schon, wie gesagt, immer schon ein Fan von Model X an sich. Durch diese Flügeltüren, das ist halt was anderes. Das ist ein Hingucker einfach. Und jetzt halt mit 1020 PS ist es halt nicht nur ein Hingucker, sondern da fallen dir die Augen hinten wieder raus, wenn du Gas gibst. Also von daher, schon geil. Also ich finde auch kein anderes Wort dafür, außer todesgeile Karre. Also die Beschleunigung, den Platz, den man hier drinnen hat, dritte Sitzbank, irre. Also verrückt. Man hat auch einen super Überblick durch die große, lange Frontscheibe. Aber das ist ja nicht seit gestern so, das war beim vorigen Model X auch schon so. Aber trotzdem erwähnenswert, weil es sieht einfach super aus. Und da kann man schon nachts nackig Sterne begutachten. Ja, wenn du halt an so Ampeln stehst, die zu weit stimmt, oben hängen. Stimmt, genau. Das ist halt auch hier als Problem aufgelöst. Ja. Also wie oft geht man halt sozusagen in die Knie, um halt die Ampeln zu sehen. Absolut. Das ist da halt hier immer unproblematisch. Absolut, hast du vollkommen recht. Oder jemand in Lincoln Co. Wir fahren einfach mittig drüber, wir haben SUV. Soweit die Federung. Es ist aber trotzdem ein straffes Fahrwerk, ne? Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Kommt drauf an, wie es jetzt eingestellt ist. Also wir sind jetzt im Plate-Modus, ne? Ja, aber du kannst ja die Federung auch noch... nochmal selber, ja, Luftfahrwerk. Das ist echt urbayerisch hier. Das ist noch nicht urbayerisch, das ist noch lange nicht urbayerisch. Ja, es geht noch viel, es ist noch viel, viel schlimmer. Oder schöner, es ist eigentlich schön, ich finde es schön. Ja, eigentlich geht es so schön. Ui. Das war nur ganz wenig. Aber ich hoffe, dass deine Soundeffekte, die du machst, positiv auf das Video einwirken. Ja. Oh, ey, Mann. Ja, genau. Ja, hammermäßiger Ausblick. Echt. Hier komme ich immer sehr gerne her, auch für Reviews, weil du kannst das Auto da auf die Wiese stellen und kannst da halt einmal rumgehen, aber das werden wir hier nicht machen. Wir werden nur einmal hier kurz... Wir sitzen im SUV, also. ...durchballern und dann wieder umdrehen. Vielleicht einmal ein- oder zweimal an der Vape ziehen und dann wieder umkehren. Weil die Strecke hier, die ist perfekt hier jetzt. Hinstellen oder? Ah, Gott. Hier sieht man das natürlich auch nochmal extra für die Pedale und für die Lenkung an sich. Da hat man dann nochmal Lenkmodus, Komfort, Standard, Sport und Beschleunigung natürlich hier lässig, Sport und na, Plate. Hammermäßig. Und wir sind nur im Plate-Modus heute unterwegs gewesen. Das stimmt nicht. Ja, Track. Nee. Ah, stimmt. Stimmt. Aber das ist der Cheater-Modus, ne? Im Prinzip. Ja, ne? Genau. Den haben wir vorhin beim 0 auf 100 Start quasi gemacht. Also, Nie wieder. Doch, ich würde nur noch so fahren. Ich würde die ganze Zeit stehen bleiben, Vollgas, bis ich am Ziel bin. Nein, mir ist das Grinsen nicht aus dem Gesicht zu meißeln. Es geht nicht. Das Auto... Oh, das war jetzt aber mit dem Lenkrad ein bisschen gefährlich. Das ist mit diesem Auto, das ist absolut irre. Dieses Auto ist absolut todesgeil. Aber es ist halt schade, dass ich den wieder, dass der Timo wieder fährt. Also den würde ich am liebsten, ich würde nie wieder aussteigen am liebsten. Krass. Ah.
Also die Fahrt heute war unvergesslich. Danke nochmal, Timo. Wirklich, das war der absolute Oberhammer, die Karre. Ich habe wirklich beim ersten Mal durchbeschleunigen gedacht, ich falle in Ohnmacht. Absolut krank, wirklich, muss man sagen. Und was soll man noch dazu sagen? Ach, so genau, das wollte ich noch sagen. Ob ich mich ans Lenkrad gewöhnt habe, an das Yoke mit dem Blinkern. Ich habe sogar einmal, muss man wirklich gestehen, ein bisschen daneben gegriffen beim Linksabbiegen, wo ich dann noch so gedacht habe, oh, da ist ja normalerweise oben nochmal die Schräge. Aber nur einmal, genau, danach ist nicht mehr passiert. Und mit dem Blinken, ja, man kann es auch einfach sein lassen zu blinken, aber es ist wie bei allem eine Gewöhnungssache. Das ist gar nicht so schlimm im Endeffekt. Und auch das Lenkrad an sich fand ich eigentlich, wie gesagt, ganz cool, weil das ist so eine... Wenn man sportlicher fährt und man hat 1020 PS in einem Auto, dann hat man durch dieses breite Yoke-Lenkrad wirklich mehr Präzision, wie ich finde, bei der Lenkung. Das ist schon echt cool. Und ja, das ist eigentlich schon im Prinzip der Ersteindruck, der kurze. Ich hatte das Auto jetzt, wann bist du gekommen? Um 2 oder so? Was war das? 2, jetzt ist glaube ich irgendwie 5 oder so. Gerade mal, ja, 5 Uhr, ich bin gerade mal 3 Stunden gefahren und das Auto, ich bin absolut verliebt. Aber wie kann man das auch nicht sein? Allein nur die Beschleunigung, logisch, aber das Auto im Allgemeinen ist auch, steht gut da. Na klar, die bekannten Macken, wie zum Beispiel hier die paar Spaltmaße, die drin sind, die ich aber mir sicher bin, die kriegt man raus. Sollte aber vielleicht bei einem 140.000 Euro Auto an sich allgemein natürlich nicht passieren. Aber man darf nicht vergessen, wo kriegt ihr für 140.000 Euro ein Auto mit 1000 PS her? Das nächste Auto, was 1000 PS hat, ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie ein Bugatti eigentlich, oder? Was gibt's denn noch? Königsegg. Die Dinger kosten alle Millionen von Euros, der über 100.000. Da weiß ich nicht, wenn man 1000 PS haben will, muss man abwägen. Aber so schlimm fand ich es jetzt, finde ich die Spaltmaße oder die 2-3 Macken, die er da jetzt hatte, nicht. Und deswegen im Endresümee, für 140.000 Euro würde ich kaufen. Hätte ich das Geld. Aber deswegen bin ich umso dankbarer, dass der Timo mir das da gestattet hat oder ermöglicht hat, dass er da extra aus dem tiefsten Norden von Deutschland genau auf der anderen Seite hergefahren ist und mich den hat fahren lassen. Wirklich. Das ist nicht zu überbieten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Ihr könnt auch gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbeischauen. Da werde ich auch lustige Stories noch hochladen, wie ich beinahe in Ohnmacht gefallen bin. Und lasst mir auch gerne da ein Follow da. Und das war's mit dem Video. Also da sage ich nur noch abschließend, danke fürs Zuschauen. Ne, Timo sagt auch noch mit Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Du weißt nicht, wie dir geschieht. Gerade angefangen und ich glaube auch nur eine Minute.